herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi! Ja, also heute ist eine Freundin von mir dabei. Sie reitet es aber noch nicht mit, weil sie hat die Rennstrecke halt noch nicht freigeschaltet, so, also nicht renoviert, sage ich mal. Deswegen reite ich das heute mal alleine. Das erste Mal, also ich bin das noch nicht geritten, so deswegen, ja, also ich kenne das jetzt nur so ein bisschen von YouTube halt. Und zwar, möchtest du die Challenge erklären oder soll ich sagen? Egal, sag du mal. Ja, okay, also ich, also halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also hier machen ja nicht so viele mit, deswegen sage ich jetzt einfach mal die ersten fünf, weil ich weiß nicht, ob es überhaupt ja, zehn in so einer Gruppe gibt. Ersten fünf. Ja, okay, wenn ich nicht unter die ersten fünf komme, was schon mal überhaupt nicht eintreffen wird, also ich bin einfach nur schlecht in Champis. Ja, dann auch. Werde ich bestraft. Also ich muss irgendwas machen und das darf dann halt meine Freundin so sagen, aussuchen. Und ja, ich glaube, also ich hatte mich angemeldet eigentlich. Ja, okay. Okay, ich bin Gruppe 2, das ist schon mal gut. Gut, okay. Ja, ich bin ein bisschen krank, so, ne? Aber egal. So. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Ja, okay, das dürfte nicht zu schwer sein. Okay. Gut. Also, ich habe nur so eine kleine Vorstellung davon, halt, wie es aussehen wird. Weil, ja, man schaut sich natürlich so YouTube-Videos an, um sich zu informieren. Nein, aber als ihr so rausgekommen seid, habe ich mir das natürlich durchgesuchtet. So, ne? Oh mein Gott. Alter. Was ist los? Okay. Es geht los. Oh mein Gott, ich bin Dritte. Ich bin Dritte. Ah, nee, jetzt bin ich nicht mehr Dritte. Schade. Lol. Achso, das kann ich dem Pferd nicht aufsetzen. Queen. Oha. Ich liebe diese. Wir springen. Ey, das kaufe ich mir irgendwann. Welches? Das ist so ein, also es ist kein Pferd. Ja, ich sehe gerade hier alles so, was ich haben will. Ja, dieses Halfter von diesen Mystikern, das ist geil. Also wir reden gerade so ein bisschen über die Wildpferde so. Machst du gerade fest? Ja, über die Wildpferde. Ah, Hilfe. Hilfe, ich steck fest. Oh nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Was ist das? Ich weiß gar nicht. Thea, ich weiß scheiße, gar nicht, was Thea. Ich bin noch gar keine Challenge. Ja, kannst du nicht. Nein, 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 ich steck fest. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn du es schaffst, das wäre ein bisschen merkwürdig. Oh mein Gott. Das... Hier rollen einfach so Baumstämme rum. Wenn du es schaffst, wäre es sehr traurig. Ja, oha. Nein, aber mein Pferd hat so richtig schlechte Laune. Ne? Also ich habe schon gepflegt und so und habe auch schnelle Hufeisen drauf. So. Aber naja. Hast du keine Dings, Stall, wie heißt das? Ja, nee, ich habe gestern, ich habe vorgestern erst wieder Stuckhands bekommen, so, ne? Und ich kaufe mir wahrscheinlich, also es ist ja gerade so, Doppelstuckhands Wochenende und ich kaufe mir halt wahrscheinlich keine. Und deswegen habe ich halt nur 100 und ich spare gerade halt auf ein süßes Welchpony. Deswegen. Oh, die sind so putzig, ich liebe sie. Ja, genau. Und deswegen will ich halt erstmal keine ausgeben, weil die sind ja eigentlich relativ okay. So, also es gibt schon teure. Ja, 100 halt. Ich dachte so, am Doppel-Stuckhands-Wochenende kriegt man 200. Und dann war ich so, hä, warum habe ich nur 100 bekommen? Ach so, ja, die muss man sich kaufen. Oh nein, die erste ist schon im Ziel. Und ich bin hier noch so auf halber Strecke, was ist das? Oh, also ich würde halt schon gerne mir mal Star Coins kaufen, weil es einfach richtig cool ist. Ja, habe ich ja auch schon mal so, ne? Aber okay. Ja, habe ich schon mal. Ich habe schon mal welche gekauft, ne? Aber okay. Es ist halt so. Ja, ich darf wahrscheinlich nicht so. So, ich bin im Ziel und ich bin Letzte geworden. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Ey, aber immerhin 200 Münzen, so, ne? Ja, immerhin. Das füllt dann wieder die Schillinge auf die du ausgegeben hast bei dieser komischen Angel. Ja, stimmt schon. Ja, ich habe gerade eine Quest gemacht, da musste ich mir diese komische Angel kaufen. So, ne? Ja, wirklich, ich habe die Quest nicht weitergemacht, weil ich mir diese Angel nicht kaufen wollte. Ja, aber ich habe davor irgendwie 2000 irgendwas Schillinge ausgegeben für diese krassen Schuhe. Okay, aber jetzt denk dir mal eine Challenge aus. Ja, also... Boah.
Also ich glaube etwas mit deinem Anvieh. Oh nein, ich ahne was Schlimmes. Am Ende du so, verkaufe dein Anvieh. Und ich so, nein, das würde ich, aber nein, ich würde das wirklich nicht machen. Und dann so, ja, du sollst halt Friesen verkaufen, ne? Oh nee, das ist mein Clubfett, das nein, kann ich nicht machen. Nein, das würde ich nicht machen, keine Sorge, so fies bin ich nicht. Digga, das hat mir 950 Starcoins oder so gekostet. Ja, ich weiß. Okay. Boah, ey, du war bar. Boah, ey, oh, was ist das? Ich wurde gerade random angefangen. Ist ja richtig schön. Also, ich glaube, du musst in deinen Anfi-Klamotten ja. sein. Ja, auf dem Anfi auch? Ja, natürlich, hallo. Ja, okay. Da musst du einfach. Einfach, mir fällt so gar nichts ein, ne? Du musst einfach so. Oh mein Gott, das, was sie mal gemacht haben. Ja, ich weiß. Einfach alleine random. Und so dumme Fragen stellen. Ja, aber nur eine, ja? Ja, gut, okay. Dann musst du... Ah, ich habe auch schon eine Idee, was für eine Frage. Ja, gut, okay, weil mir fällt so gar nichts ein. Ja, genau, dann inspiziere ich mich so. Und hier so, Level 18 in Anti-Klamotten. Ja, so dumm, ne? In Warland so, was sind Pferde. Ja, das ist so dumm, ne? Ja, okay, warte, dann ziehe ich mich kurz um. Oder nein, musst du tun... Als wenn du nur deine Anfi, als wenn du noch nie etwas ausgegeben hast. Also du bist halt so wirklich schon richtig gelevelt und hast halt so noch nie irgendwie Starcoins ausgegeben. Hä? Weißt du? Oh ja, und dann, ich habe 2 Millionen Starcoins, was soll ich damit machen? Ja, so, oder du weißt halt noch nicht mal, was Starcoins sind, deshalb hast du dir nie was gekauft. Ja, nicht so, was sind's? Bei mir, ja, genau. Und dann sage ich so, in meinem Inventar sind es irgendwie so, oh ja, lass, ja, okay. Oh Gott, sieht das ungewohnt aus. Gut, liebe Leute von heute, wir sind zurück und wir reiten jetzt nach Moorland. Also kann ich mal kurz betonen, dass mein Anfi, also das ist ja, also ich sehe in letzter Zeit voll viele, die mit diesem Anfi halt rumreiten, so, ne? Okay. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass einfach meine Haarfarbe, also diese blonde Farbe, halt, und die blonde Farbe von den Pferden, also von den Mähnen halt, einfach gleich sind. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ich sag mir so, ja, nice, wenn du ein Pferdepartner-Look. Also, aber diese Pferde gibt es halt nicht in echt so, ne? Ja. Gut, dann suchen wir uns hier mal ein wunderschönes. Ah, die sieht doch gut aus. Die hat so ein schönes BB. Schreiben wir mal schön in den. Ne, wir müssen schon in den Global Chat schreiben. Oh Gott. Gut. Oh Gott. Ich hab in meinem Rucksack so komische Sternenmünzen. Na, schreib mal so hin, wie viele. Ja, da steht, ich habe 2 Millionen. Oh mein Gott. Na, doch schon. Oder 26.000. Ja, mach mal 26. Nee, mach mal 5. Nee, mach mal 51.000. 51.000. Das ist schon krass. Und 3. Nee, da müsste ja, okay. Ich ja was ausgegeben haben. Das geht nicht. 1000. Was ist das und was kann ich damit machen? Oh nein, sie ist weggegangen. Egal, dann reite ich einfach zu den Rennen. Oh nein, jetzt ist es verschwunden. Egal. Dann schreibe ich halt an irgendwie, der den Global Chat lesen kann. Oh, ich bin so gespannt. Oh, die werden sich so richtig wundern. Oh mein Gott, wie viele hat die bitte? Kann sich richtig viel damit kaufen. Ja, also, ne. Und einfach so nur 100. Oha, ich hab 222 Jovic Schillinge. Oh. Upsi, jetzt bin ich gefangen. Es hat jemand geantwortet. Es sind Starcoins, damit kannst du Pferde und so weiter kaufen. Okay, jawohl. Danke. 51.000 Starcoins. Ja, oh, ich wusste nicht, was das ist. Und hab das. Überleg mal.
nichts, wenn man dann so spart, ne? Ich glaube, man kriegt so jedes Jahr ungefähr 5000 Starcoins. Überleg mal, wie lange du dann spielst. Schon spielst. Ja, ich weiß, voll unlogisch, ne? Wie wir einfach gerade so richtig synchron gesprochen haben. Oh Gott, ich muss aus diesem Outfit raus. Blamage genug. Jeder, der den Namen Paulina Cherry Button kennt, wird sich jetzt denken, oh wow, die hat bestimmt 10.000 Pferde. Ja. Ich habe eine Gruppeneinladung bekommen. Jawohl. Gut. Ja, Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!